Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Cisco Meraki Demo. Ich möchte Ihnen heute einmal zeigen, wie einfach es ist, mit Meraki gewisse Einstellungen im Netzwerk zu machen. Wir haben hier eine Übersicht, wo unser Netzwerk sich auf der Welt befindet. Das kann man natürlich reduzieren, indem man in diese einzelnen Standorte klickt und in die entsprechenden Gebäuden oder wo sich mein Netzwerk befindet, eingehen und habe dann einen Überblick erstmal auf einer Landkarte, was mein Netzwerk alles beinhaltet. Weiterhin habe ich hier rechts die Möglichkeit, das Ganze in einer Tabellenform ausführen zu lassen und mit jedem Klick in diesen Standort kann ich in der Einblicke bekommen, wer sich gerade in meinem Netzwerk befindet oder welche Geräte sich in meinem Netzwerk befinden. Wenn wir dann einmal hier in unserem Netzwerk, zum Beispiel San Francisco, auf die Übersicht unserer Switche gehen, können wir einfach sehen, welche Switche sich gerade in meinem Netzwerk befinden, welche davon gerade online sind, welche ja vielleicht offline sind, welche nicht funktionieren, kann ich schön hier über diese Übersicht sehen. Wir sehen hier gerade auch, dass Serien sich in meinem Netzwerk befinden. Jetzt werden sich die einen oder anderen fragen, wieso sieht man da die Catalyst-Switche in Meraki Dashboard. Seit letztem Jahr ist es auch möglich, Catalyst-Switche im Meraki Dashboard zu monitoren. Das sehen wir hier auch schön bei dem Catalyst 9200 zum Beispiel, dass der auf dem nur Monitoring-Modus ist. Aber wir haben auch die Möglichkeit, die Catalyst 9300er in Meraki-Switche umzuwandeln. Kann ich einmal als Catalyst 9300 lassen und nur monitoren. Aber wenn ich möchte, dass der Catalyst 9300er in meinem Netzwerk auch verwaltet werden soll, Configs erstellt werden sollen, dann kann ich diesen auch in einem Meraki-Switch umwandeln. Was man alles noch in dem Dashboard machen kann, wenn ich dann mal hier auf einen meiner Switche reingehe, sehe ich, welche Ports belegt sind, wo mein Uplink sich befindet, welche Ports eine PoE-Funktion gerade haben und welche Teilnehmer bzw. welche Clients an diesen Switchen alle verbunden sind. Weiterhin habe ich die Möglichkeit, auch mal auf meinem Switch dann einen Kabeltest zu führen. Dazu brauche ich nur einen Port angeben. Es kann ja passieren, dass mal ein Ruf kommt und gesagt wird, ja, mein Gerät funktioniert gerade sehr langsam oder irgendeine Störung befindet sich. Um diese Störung da zu beheben, kann ich hier einen einfachen Kabeltest führen, wo mir dann, ich habe jetzt gehen wir nochmal die Ports an, die belegt sind gerade. Hier sehen wir zum Beispiel das Port 5, wo auch eine PoE-Funktion ersichtlich ist. Ja, da sehe ich gerade auch, dass es deaktiviert ist, warum auch immer. Down ist gerade. Ja. Na, am Port 6 habe ich dann hier